Hallo, willkommen zurück zu Let's Play Super Paper Mario in Part 15. Ich habe hier die Herzsäule gefunden, wie versprochen habe ich sie gesucht. Es ist dieser Weg hier, wenn man hier von der Stadt halt lang geht. Das erste direkt. Dann hier die Dimension dreht, hier rüber springt und hier haben wir dann die Stampfdinger, die wir mit unserem Stampfo in den Boden hauen sollten. Ah. Könnte auch sein, dass wir alle aus dem Boden rausholen müssen. Bitte lass das nicht noch irgendeine scheiß Kombination sein. Scheißendreck. Ah, komm, ich rate, wir nehmen die beiden mittleren oder sowas. Drei in der Mitte. Alle außer den letzten. Verdammt, alle außer den ersten. Och man, ich habe keinen Bock, das alles durchzurechnen. Wie viele Kombinationsmöglichkeiten sind das denn? 2 hoch 5, 32 Stück. Verdammte Scheiße, gar keinen Bock. Ist das 32 überhaupt? Oder 16? Ne, 16 kann es sein, es müssen 32 sein. Yes! Was ein Glück, dass ich zwischendurch auch mal Glück habe. Oh. Ja, ich sag doch, das konnte man an der Seite der Säulen schon erkennen. Ist doch logisch. Man kann aber auch raten. Funktioniert auch. Tippis Herz. Oder so. So, Welt 4. Ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, was das für Welten alles sind, die jetzt kommen. Ich weiß, eine ist hinterher lustig. Jetzt kann man es nicht mehr verändern. Auch gut. Ich wechsle mal wieder auf unseren Surfer, dann sind wir ein bisschen schneller. Brauchen hier nicht immer so rumeiern. Was mache ich denn überhaupt? Ja. Mensch, das hat jetzt Ewigkeiten gedauert. Mein Gott, sie drehen sich so schnell. Ich hoffe, es ist nicht schlimm, wenn wir hier die ganze Zeit weitermachen, ohne dass wir uns groß die Stadt angucken, aber... Soweit ich weiß, gibt es da auch gar nicht so viel interessanten Scheiß zu sehen. Durch den Kampf gegen Konrad wuchs das Band zwischen Mario und Tippi und Peach und Bowser. Eine neue Welt wartete hinter der vierten Tür auf beide. Auf alle vier. Eine Welt, die noch merkwürdiger war als alles bisher Gesehene. Um das nächste reine Herz zu erlangen, würden sie neue Prüfungen bestehen müssen. Wirklich? Ist ja nicht so, dass wir das die ganze Zeit schon machen müssen. Ab ins Weltall. Verdammt, das ist diese Welt schon. Ich sagte, eine von denen wird lustig. Und ich meinte die damit. Ganz viele Türen. Oder auch nicht. Es ist das Weltall. Oh mein Gott. Na gut, dann hängen wir mal ein bisschen im Weltall rum. Schwupps. Alles voller Sterne. Sieht aus, als wären wir im Weltall. Ah, halt mal kurz, Weltall ist ja scheiße, ich kann hier nicht arbeiten. Oh mein Gott, ich kann ja auch nicht atmen. Was ist los, Mario? Ah, natürlich, hier gibt es keinen Sauerstoff. Den brauchst du aber, oder? Ja, frag doch mal nach. Oh je, Mini, wo kriege ich denn hier Sauerstoff her? Also, mal sehen. Aber es ist so scheiße. Nein! Jupp, 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 ab nach Flipstadt. Ah, das ist ja gerade nochmal gut gegangen. Hey, bitte wach auf! Alles in Ordnung? Ein Glück. Ich weiß nicht, wie ich uns zurückgebracht habe. Es ist einfach passiert. So können wir dort nicht bestehen. Wir sollten Merlon um Rat fragen. Ja, der hat wahrscheinlich so eine komische Luftglocke. Oder so. Oder wenn es das überhaupt gibt. Stimmt. Wir schnappen uns einfach ein Goldfischglas oder so. Das klappt bei SpongeBob doch auch. Fahr schneller. Yo,
Merlon, du alle Zapfsäule. Gib mal einen Helm. Oho, das war jetzt aber sehr schnell. Habt ihr das reine Herz schon gefunden? Bist du scheiße? Nein, Merlon. Die Tür führt direkt ins All. Ins All? Oh, das war sicher keine sehr angenehme Überraschung. Vor allem für Mario nicht. Ja, es gibt dort keine Luft, also können Mario und seine Freunde nicht atmen. Ja, das ist natürlich kacke. Ich denke, ein Astronautenhelm würde hier weiterhelfen. Und du hast einen. Ich habe natürlich keinen Helm. Aber etwas, das so ähnlich ist, sollte schon reichen. Ein Goldfischglas zum Beispiel. Und hier habe ich... Oh, verflucht! Was ist? Ach, ich könnte... Ich habe vor kurzem meine Regale entrümpelt. Ich hatte den perfekten Helm, aber ich habe ihn an jemanden verschenkt. An wen? Oh, an irgendeinen Jungen. Ich war zu faul, ihn zum Altglas zu bringen. Ihr müsst den Jungen finden und müsst ihm erklären. Holt ihn euch zurück. Ich hasse dich, Merlon, ohne Scheiß. Sei mal strukturierter. Das Einzige, was du kannst, ist in diesem komischen Kackbuch lesen. Das können wir auch noch übernehmen. So wichtig ist das jetzt nicht. Ja, wo ist dieser Junge? Das kann jeder sein. Hey, das heißt, das Loch weiter wächst, sind wir erledigt. Junge, echt, nie im Leben. Ich meine, echt, boah, was ist das für ein Unsinn? Völliger Humbug. So, an irgendeinen Jungen, das heißt, wir brauchen die Mädels in dieser Stadt gar nicht anquatschen. Da ist ein Junge. Die Frage ist, hat er diesen Helm auf, oder? Junge, Junge, ein Kumpel hat mir gerade was erzählt, das glaubst du nicht. Ich habe ihn zwar geschworen, nicht zu verraten, aber du siehst vertrauenswürdig aus. Also, halt dich fest. Koopas ziehen sich in ihren Panzer zurück, wenn man auf sie springt. Kapiert? Hast du es gehört? Das war eine tolle Info. Was, das solltest du dir merken und mir unbedingt danken und mir Geld dafür geben? Was auch immer. Schon wieder diese Karte. Ich habe nur Pech heute. Warum kriege ich nie eine Rare? Warum nur? Immer nur Commons. Die sollen mal mehr davon in die Päckchen tun. Ja, das ist echt wahr. Hey, sag bloß nicht, du hast noch Safranias Braterei versucht, bla bla, Eigelb und so weiter. Perfekt, bla bla, Küchentipps mit Hauke, Mann. Geh mir nicht auf den Keks. Ach, eine alte Frau. Ja, das ist mir auch völlig egal. Hier kann ich auf jeden Fall eine Wand kaputt machen. Da möchte ich gerne lang gehen. Komm. Dimensionswandel. Ding. Das sind alles Mädels. Und hier ist ein Typ. Hi. Kennst du Flim? Der verkauft echt verrückte Sachen. Die sind toll. Er hat seinen Laden im Untergrund. Was ist das hier überhaupt? Das ist ein Mann. Aber ein Katzenliebhaber. Und er hat die Vase von Mimis Haus, die wir kaputt gemacht haben, für die wir 1 Milliarde Euro zahlen mussten. Du riechst nach Miaumarkt, dann bist du wohl ein Nerd. Ich war mal wie du, ich stand stundenlang für Schätze an. Ich war verrückt danach. Aber ich hatte genug davon. Ich will dich nicht langweilen, wenn du magst, kannst du mich gern wieder besuchen. Ja, ich sag, was hier sonst noch so hast. Nichts. Langweilig. Wir müssen immer noch den Jungen finden. Keine Ahnung, wer das ist. Hier ist so ein Spalt, was das wohl ist. Was ist das? Ein Riss im Raum. Mir wurde gesagt, dass sie Dinge verdecken. Ja, dann mach sie sichtbar. Ja, ich kann ja jetzt auch nichts machen. Karten laden. Was willst du denn? Hallo, willkommen in meinem Laden, lebe den Traum. Meine Karten erzählen kleine Geschichten und passen in jede Tasche. Bist du das erste Mal hier? Ja. Also dann, heute im Angebot sind Kartentaschen und Fangkarten. In einer Kartentasche findest du eine einzelne Fangkarte. Du weißt vor dem Kauf nicht, welche du bekommst. Das ist spannend. Mit Fangkarten kannst du Gegner in Karten verwandeln. Mach deine eigenen Karten. Aber du kannst sie nur einmal einsetzen und manche Gegner sind zu stark dafür. Falls du Karten hast, die du nicht brauchst, kannst du sie mir verkaufen. Diese Ware biete ich feil, verehrter potenzieller Kunde. Soll ich es dir noch einmal erklären? Nö. Was kann ich an diesem wunderschönen Tag für dich tun? Ich möchte gerne eine Karte verkaufen. Was haben wir denn hier? Kamek haben wir 24 Mal. Achso, nee, die ist 24 wert. Stimmt. Ich dachte, diese Karten machen mehr Schaden, wenn ich davon mehr habe. Warum sollte ich die verkaufen? Ich weiß aber auch gar nicht, ob die stacken. Ich kauf mal ein paar.
Das soll immer mal was Schönes. Kartentasche kaufen. Geheimnisvolle Kartentasche. Was mag der Inhalt sein? Wähle eine Tasche. Ich nehme die. Das macht ein Zehner. In der Tasche war Peaks Goomba. Nimm die Karte. Sie ist drin. Bist du ein Nervenkitzel in der Kartentasche an euch gewachsen? Ja. Komm, wir nehmen uns mal ein paar. Purpudon-Karte. Sagt mir auch nichts. Das Gute ist, wenn wir die Karten kaufen, machen wir auf jeden Damage, der auch, selbst wenn er neu ist, Koopa Stürmer, das sind diese Fußball-Koopas, machen wir auf die mehr Schaden. Lucky Tool, das ist auch nicht schlecht. Nehmen wir uns mal noch eine. Jetzt bekommen wir Koopatrouille. Cool. Ich glaube, die Koopatrouille haben wir auch noch nicht gesehen. Oder? Chopper. Sind das diese Chomps? Heißen die hier so? Giftbäckchen. Achso, das sind wahrscheinlich diese fliegenden grünen Wolken. Ja, nochmal, komm. Bis jetzt kriegen wir immer nur unterschiedliche Warpils, die wir auch noch nicht haben. Das ist echt mega gut. Was? Quicktainer? Was ist denn ein Quicktainer? Naja, nevermind. Glubsch. Nee, diesmal möchte ich keine mehr. Ich habe Nein gesagt, aber gib mir noch eine. Ravudon. Sagt mir auch nichts. Nein, bin ich nicht. Wehre mich wieder. Tschüss. Reingehauen. Nee, da kann man seine ganze Kohle für ausgeben. Das ist echt cool. So, wer bist du? Oh nein, was mache ich nur? Der Abgabetermin ist da und ich habe nichts. Nichts. Irgendwie hatte ich zwei Ideen, aber sie waren immer gleich wieder weg. Seltsam und ganz, ganz schlecht. 8 Blöcke, jede Farbe einmal. Hm. 8 Blöcke, jede Farbe einmal. Das sagt mir leider überhaupt nichts. Dieser Riss, ne, der geht mir auf den Sack. Ich weiß, man kann hinterher noch was damit machen. Aber wenn es dann soweit ist, dass man was damit machen kann, habe ich es wieder vergessen. Verdammt. Hier hoch bringt, glaube ich, nichts. Wir gehen mal runter. Noch weiter runter. Ach ja. Das Goldfischglas werden wir wohl nie finden. Hey! Hey! Wo sind wir denn hier gelandet? Flipstadt UG1. Hallo. Ein Loch im Himmel, sagst du? Das ist mir egal, du Nervensäge. Oh nein, nur noch 30 Minuten bis zur Abgabe. Habt ihr alle irgendwelche Termine? Was ist das denn für ein Meister Beans Bar? Ist Meister Bean hier drin? Nein. Ah, herrlich. Nichts wärmt die Seele eines Mannes so wie warme Milch. Wie wär's mit einem Bier? Lutsche. Komm herein, ruh dich aus. Dies ist der Getränkeladen, hier unten genannt, unten drunten. Ich bin der Besitzer dieses netten Ladens. Mein Name lautet... Kellner. ja, willkommen und all das. Hör mal, in meinem Job höre ich alle möglichen Klatsch. Selbst solchen, den ich gar nicht hören will. Aber wer weiß, vielleicht ist der Klatsch für jemanden wichtig. Vielleicht ja sogar für dich. Ja, wenn du irgendwann mal quatschen willst, weißt du ja, wo du mich findest. Für ein paar Münzen erzähle ich dir interessante Geschichten, kein Scherz. Oh Mann. Komm, sag her, ich habe eine Geschichte auf Lager. Sie heißt Stylische Moves 1. Kostet 10 Münzen. Komm. Hast du je von Stylischen Moves gehört? Das sind coole Posen nach einer Stampfattacke. Nachdem du einen Gegner gestampft hast, bewege das Teil vor der Landung. Vor der Landung? Achso, klar. Damit du tolle Tricks in der Luft machen kannst. Das sind die stylischen Moves. Was das ist? Sollten wir von Bewohnern einer anderen Dimension beobachtet werden, diese Wesen würden es verstehen. Naja, wie auch immer. Stylische Moves sind nicht nur cool, sondern bringen dir noch viele Punkte ein. Hältst du 2 nach dem Sprung gedrückt, springst du noch höher. Das macht alles noch einfacher. Probier's mal aus. Jetzt bin ich müde. Wenn du irgendwann mal eine weitere Geschichte hören möchtest, komm einfach her. Ich feier das ja total, dass das Ding hier rumspackt. Naja, gehen wir jetzt mal weiter. Wir haben ja nach wie vor immer noch nicht den Jungen gefunden. So, da geht's auf jeden Fall noch tiefer runter. Wir gucken erstmal hier. Was ist denn hier so Schönes? Ein Zauberer. Grüße, der Name ist Flip. Freiberuflicher Händler, mit Lizenz natürlich.
Verkaufen alles, an jeden, jetzt. Mein Slogan, geschützt, versteht sich. Ich verkaufe Kram, der ist so schwer zu finden, nicht mal ich finde ihn. Richtig gestört. Hehe, steht gehört, ich weiß. Also, sieh dich um und kaufe. Hast du dir gerade am Arsch gekratzt? Goldblatt, cool. Mango, Honig, Backmischung, Sternwind. Ich komme mir vor wie in Paper Mario 2. Ich möchte aber diese Karte gern haben. Wow, ist das teuer. Nun, mein Angebot ändert sich ständig. Bleib also auf dem Laufenden. Ja, ich möchte jetzt gerne aber noch die zweite Karte haben. Dornhard-Karte. Oder Stachelblock, wie sie heißt. Ist ein super Kauf. Du wirst mehr als zufrieden sein. Ja. Was soll das, Mann? Schaffen wir es irgendwann noch so klein zu werden, dass wir in diese Häuser reinkommen? Wenn ja, habe ich schon zwei gefunden. Müssen wir wahrscheinlich noch tiefer runter, oder was? Ja gut, jetzt haben wir zwangsläufig die komplette Stadt erkundet in diesem Part. Mehr oder minder. Die Frage ist, läuft dieser Junge wirklich draußen rum? Und wenn nicht, wo zum Fick ist hier ein Altglascontainer? Vielleicht ist er ja selbst hier hingegangen. Weil er diese Glaskuppel auch nicht haben wollte. Ach was. Was soll das? Ich komme da nicht hin, ich kann das nicht lesen. Hey! Aber hier kann man durchgehen. Hi! Ah, ich bin überrascht, dass du mich gefunden hast. Ich heiße Röhrenbert, ich bin der Meister der Röhrenschmiede. Hast du dir je gedacht, oh, in der Stadt umherzulaufen dauert einfach zu lange? Klar, dachte ich auch, darum ist es meine Aufgabe, Transportröhren zu bauen. Ich habe mich hier umgesehen, klar. Ich denke, hier kann ich eine Röhre zum Fuß des Flipstadtturms bauen. Was hältst du davon? Du denkst an Material und Arbeitskosten, klar. Ich könnte die Röhre mit Leichtigkeit bauen. Aber du siehst nicht besonders reich aus. Wie wär's mit 100 Münzen? Komm ins Geschäft? Ja, komm. Röhrenbert. Das ist spitzenmäßig, klar. Ich fang mal an. Du bleibst mal schön aus dem Weg. Sicker Presslufthammer-Move, ehrlich. Ja, alles klar. Diese Röhre ist 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr, geöffnet. Benutze sie, wann immer du willst, klar? Das Leben ist kurz, darum nimm am besten den direkten Weg, klar? Kluge Sprüche sind im Preis inbegriffen. Nun, ich muss los. Wenn das mal klug wäre, du Mongo. Ist hier denn sonst noch irgendwas? Außer diese Röhre. Zum Fuß des Flipstadtturms. Wo ist denn der Flipstadtturm? War das nicht ganz oben? Das ist der Fuß. Ah, Ebene 2. So, hier waren wir ja. Da wohnt Merlon. Da ist diese Aufzugstür nach oben. Hier ist ein Typ. Stadt ist so friedlich. Das ist alles, was er zum Leben braucht. Und irgendwie wird es etwas langweilig. Wäre nett, wenn hier was passieren würde. Zum Beispiel ein Angriff einer Riesenkrake oder einer Megaschildkröte. Oh Junge, wäre das cool. Schade, dass so etwas völlig unmöglich ist. Ja, die Riesenkrake vor allem. So, du bist auch nur so eine komische Tante, die mir ihr Hotelzimmer anbieten will. Nett, aber brauche ich nicht. Also, nö, brauche ich halt nicht. So, ich gehe mal hier hin. Ich habe doch sowas von keine Ahnung, wo dieser Typ ist. Hoffentlich hockt er hier oben jetzt irgendwo, dann können wir uns diese komische Glaskugel von dem holen und chillen. Er sagt ja einem Jungen. Also muss das so ein kleinerer Boy sein. Wow. Ich mag diesen Turm so gern, dass ich angefangen habe, Nachforschungen anzustellen. Ich habe entdeckt, dass es irgendwo den gleichen Turm in Schwarz gibt. Schwarz? Ist das zu fassen? Der Turm muss weiß sein. Allein die Vorstellung macht mich ganz krank. Ich lege meine Bombe in dein Glas und sprenge es in die Luft. Hä? Ob Merlin mir sowas wie einen Helm gegeben hat? Meint ihr das Goldfischglas? Wow, und es wird tatsächlich als Goldfischglas genutzt, weil es sieht einfach genauso aus. Mein Captain Kime hat in einer Tasse gewohnt, aber er ist zu groß geworden. Er hat sich total gefreut, als ich das Goldfischglas bekommen habe. Aber jetzt ist er sogar schon zu groß für das Glas. Oh. Ich weiß was. Vielleicht könnt ihr ein schönes Plätzchen für Captain Kime finden. Der Captain soll frei sein, dann kriegt ihr das Glas. Klingt gut, oder? Aber wohin mit ihm? Er soll in meiner Nähe sein. Ihr müsst mir helfen.
Goldfischglas. Noch nicht zu verwenden. Lass zuerst den Fisch frei. Ja, wir müssen Captain Kime irgendwie in ein Wasserreservoir bringen, was bei ihm in der Nähe ist. Was bedeutet bei ihm in der Nähe? Naja, wie dem auch sei. Das wird sich wohl irgendwie später zeigen. Ich suche jetzt erstmal den Save Point auf und dann werde ich mal den Part hier beenden. Wenn wir uns im nächsten Part ganz getrost um Captain Kime kümmern, wird sich bestimmt schon einiges zeigen. Oh ja, irgendwas wird sich da finden, wo man den hinpacken kann. Na gut, vielen Dank dafür, dass ihr da wart. Ich hoffe, ich schalte doch morgen wieder ein, wenn es heißt Let's Play Super Paper Mario im Part 16 oder was das dann schon ist. Macht's gut bis dahin und tschüss.